So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Rahms ist Kitchen. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Der große Samyang-Test. Dann geht nämlich schon wieder weiter. Ich weiß die Reihenfolge gar nicht mehr, es ist alles so komplex. Wir haben irgendwie die ganzen Samyang-Nudeln durchprobiert, wir haben diese Samyang-Reiskügelchen durchprobiert. Dann habe ich die Samyang-Soßen zugeschickt bekommen. Die habe ich mal getestet mit eben Hotdogs, dass ich die eine und die andere Soße jeweils auf einem Hotdog esse. Dann, wenn alles geklappt hat, habe ich die mit nach, also die zwei anderen, mit nach München genommen. Habe da den Isbo und den Hannes mal probieren lassen vom Löffel. Da hat der Isbo hoffentlich ordentlich gekotzt. Nein, natürlich nicht. Und dann habe ich irgendwie mir Schupfnudeln irgendwann gemacht und habe die ganze Packung schwarze Soße da drauf. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Ich war zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht in München, nehme aber schon das Video auf, was nach München dann kommt. Und beim letzten Mal haben wir Schupfnudeln gemacht mit der schwarzen Samyang-Soße, die wohl 4404 Scoville haben müsste. Und wir haben ja noch die rote Soße übrig, wo hier Extremely Spicy steht. Also bei den Nudeln war es so, dass die dann 8808 haben. Und neben Schupfnudeln habe ich letztens auch Spätzle gekauft. Richtig schöne, frische Eierspätzle zum Braten und Kochen. Und das wollte ich mal probieren, weil ich nicht wusste, was ich mit den Soßen mache und nicht so viele hatte. Da hinten stehen nämlich immer noch zwei schwarze und eine rote, wo ich ja eine schwarze und eine rote mitnehmen wollte nach München zum Probieren. Und Hannes vielleicht eine schwarze da lassen, die anderen zwei da wieder mit nach Hause nehmen und so weiter. Also, heute keine Schupfnudeln, heute Eierspätzle und diesmal nicht die schwarze Flasche drüber gekippt, sondern die rote. Ich werde auch wirklich versuchen, dass ich die komplette Flasche da drüber kipp und dass wir es vielleicht wieder hier in unserem Samyang-Becher machen und zubereiten. Dafür muss ich die Eierspätzle erstmal jetzt anbraten, dann hier reinfüllen, dann die Soße drüber. Ihr kennt das vom Schupfnudel-Video und ich muss sagen, im Schupfnudel-Video, ich habe so sehr gelitten. Wir haben die Augen gedreht, meine Zunge hat so gestochen, hat so gebrannt, hat so wehgetan. Mir ging es so schlecht, aber es war so ein geiles Gefühl. Das möchte ich bitte heute auch erleben mit der roten Soße und den Eierspätzle. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das richtig seht. Ne? Beim letzten Mal kam mir der Adi angelaufen. Da hat er hier von der Packung Schupfnudeln was runter, hat es auf dem Boden, hat dann eine Schupfnudel gegessen. Jetzt haben wir hier das Öl drin. Hier seht ihr auch, da ist noch eine ganze Flasche schwarze Soße da. Da ist noch eine ganze Flasche schwarze Soße. Hier ist noch eine ganze Flasche rote Soße. Die sind alle noch zu. Die rote dort ist angefangen, die hatte ich bei dem Hotdog-Test. Und heute machen wir also hier diese Eierspätzle rein in die Pfanne. Und dann hier ein bisschen verteilen oder so. Und dann ein bisschen anbraten. Ne? Und dann, wenn es fertig ist, abfüllen und... Adi, nein! Adi, nein! Ist das ein blöder... Adi frisst Spätzle. Die nehme ich mir jetzt einfach wieder. Pack die jetzt wieder hier rein. Und Adi, das ist Folie. Das ist nix. Den Rest ess halt und freu dich. Und dass noch keine Soße dran war. Sonst gebe ich dir kein nämlich eins mit Soße. Ah, mit Soße. Ja gut, wir machen das jetzt hier ein bisschen, braten das hier an und dann kommen wir gleich zurück, wenn wir es dann abfüllen in den Samyang-Becher. Adi, Schatz, alles Gute, alles Gute. So, ich denke mal, die sind hier fertig und deswegen werde ich die jetzt einfach irgendwie nehmen und dann hier drüben so reinmachen. Und vielleicht geht das mit Schütten, dass nichts daneben geht. So. Im Endeffekt ist viel zu wenig Öl drin. Die sind gar nicht fett und krass geworden. Die sind halt einfach noch... blass. Genau, blass ist das Wort, was ich gesucht habe. Die sind noch blass und nicht so krass, wie ich dachte. Wir nehmen sie aber mit und rein in den Schacht, ne? Ungefähr so. Stellen euch jetzt kurz hier hin. Machen jetzt direkt die Soße drauf. Das ist nämlich wichtig, so eine schöne Samyang-Nudelbox, die die ganze Zeit fett ist, fett am Start. Machen jetzt die Too Spicy Soße drauf. Guckt mal, wie die da rauskommen. Das ist auf jeden Fall auch nett. Und dann wird das hier alles schön da drauf gemacht. So, ist das Verschwendung? Ich weiß es nicht. Es
werde ich dann merken, aber an sich esse ich das jetzt alles, denn ich finde, zu dem Hotdog hat es jetzt nicht so gut gepasst. Aber so dicke, fette Nudeln ist das auf jeden Fall eine ganz andere Sache. Jetzt ist die Packung auch leer von der Too Spicy Soße. Das machen wir jetzt ein bisschen rum. Dann werden wir das ein bisschen stehen lassen. Wir werden es ein bisschen abkühlen lassen, ganz kurz. Ich muss den Ofen auch noch ausmachen, sonst explodiert gleich alles. Dann freue ich mich schon, wenn wir das gleich essen. Das wird bestimmt wieder ein Krampf. So, da bin ich wieder zurück. Es hat ein bisschen abgekühlt. Ich habe es ein bisschen rumgemacht. Guckt mal hier rein. Guckt mal, wie feuerrot das schon wieder aussieht. Wie brutal. Jetzt könnte man sagen, ja, du hast schnell die Schüssel ausgetauscht. Du hast jetzt bestimmt 10 Stück davon. Eigentlich hatte ich mal eine rote von den Too Spicy und dann diese für diese Küchlein. Hier diese Würste. Aber meine Mutter hat die einfach weggeschmissen. Die hat gesagt, ja, es war doch leer, es war doch Müll. Kann doch weg. Ich hätte das aufgehoben. Ihr seht, selbst die nutze ich und esse immer wieder da draus. Bis irgendwann der Papp durchgeschmiert ist und dann. Das sieht auf jeden Fall jetzt hier richtig brutal aus. Vorhin war die Soße noch etwas flüssiger, aber jetzt, egal wo ihr hingeht, es ist einfach nur wie Sirup. Macht sich hier überall breit. Wir wollen jetzt mal probieren, werden das jetzt hier auch essen und gucken, wie scharf das ist. Ihr wisst, von Gabel zu Gabel wird es schlimmer. Aber es schmeckt auf jeden Fall gut. Und so müsste man Spätzle immer essen. Wenn du ins Restaurant gehst, holen sie mal Spätzle dazu. Haben sie Samyang-Spätzle? Ja klar, bitteschön, dankeschön. Alter, wir hauen das Ding jetzt weg. Aber vielleicht hätte ich einen Löffel nehmen sollen. Weil du stichst 3 Jahre alles an und dann hast du trotzdem nur so einen kleinen Haufen da. Und ich staune, weil wir haben noch keinen Schluck aufbekommen. Mir kommt sogar fast so vor, als wäre die schwarze Soße schärfer als die rote. Obwohl hier extremely spicy stehen. Oder ich habe seit der letzten schwarzen Soße einfach jegliches Empfinden verloren. Vor allem wichtig, zwischendurch nicht trinken. Sonst geht der ganze tolle Samyang-Geschmack weg. Aber man muss den ja genießen.
bis zum Schluss. So, der Bottich ist leer. Der Ramses ist satt. Es hat wieder mal wunderbar geschmeckt. Ich kann es nicht oft genug erzählen, wie lecker das ist. Und ihr seht, selbst wenn ihr nur Soße habt, ihr könnt auch Schupfnudeln, Eierspätzle, ihr könnt bestimmt auch Spaghetti damit machen. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und schreibt mal rein, ob ihr auch schon die Samyang-Soßen getestet habt und wozu ihr die gegessen habt. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.